Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Gestern waren wir im Garten, natürlich genug geerntet und heute ist ein Küchentag zum Einkochen. Und da koche ich heute gerne diese Salat an. Zucchini, Gurke, Paprika ist wirklich ein Lieblingssalat in unserer Familie. Egal wie viel ich es mache, wird das immer alles aufgegessen. Und lieben diesen Salat von klein bis groß. Wirklich sehr, sehr lecker. Und dann habe ich auch gedacht, dass ich koche gleich mit die restlichen meiner Bohnen. Und für die Bohnenrezepte habe ich schon in meinem Playlist. Könnt ihr nachschauen. Aber ich kann für euch auch Links unter dem Video in die Beschreibung auch reinstellen. Die Bohnen süß-sauer einkochen. Auch sehr lecker, wie als Salat. Rausnehmen, ein bisschen Olivenöl drauf machen, vielleicht ein paar Kräuterchen und das kann man auch essen. Zum Abendbrot zum Beispiel, wenn man wirklich nur die Brote und Brötchen machen, Wurst und Käse und das, diese Bohnensalat. Auch sehr, sehr lecker. Dann habe ich noch ein Rezept, Bohnen in Tomatensauce. Das ist überhaupt so lecker. Da braucht man nur Kartoffel oder Nudeln oder Reis oder ein Stückchen Fleisch dazu machen. Warm gemacht, perfekte Beilage. Kann man aber sogar mit dem Brötchen einfach kalt essen. Auch sehr, sehr lecker. Und heute möchte ich euch noch eine Variante beim Einkochen geben. Und das ist wirklich eine geprüfte Variante und funktioniert gut. Aber das ist die Bohne neutral angekocht. Weil dann zum Beispiel im Winter kann man den Sud einfach wegschüttelt, weil es ist nur Wasser und minimal Zucker. Zucker ist nur für diese Geschmackbalance, ja, dass es etwas doch schmeckt. Da kann man Rührei mit denen machen oder in die Soße reinmachen. Es ist dann so fast wie gefroren. Ich habe auch Rezepte, wie man richtig Bohnen ein. Könnt ihr auch mal reinschauen. So, meine Lieben, das geht jetzt zum Einkochen für eine Stunde bei 100 Grad, wenn ihr es mit im Einkochautomat macht. Und das brauche ich nur so 25 Minuten, auch bei 100 Grad oder 95 Grad geht es auch. Den Deckel drauf. Und dann nach einer Stunde werde ich einfach die rausnehmen, ich habe den Tisch abkühlen lassen und morgen bringe ich einfach in die Kelle. Und wenn ihr Interesse habt, wie koche ich heute die Bohnen an, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und gutes Gelingen beim Vorräte anlegen. Bei dieser Methode, die Bohnen einzukochen, brauchen wir überhaupt keine Gewürze, gar nichts. Wir müssen nur ein paar Sachen aber in Acht nehmen. Erstmal, wir müssen unsere Bohnen schön sauber machen und unbedingt blanchieren. Blanchieren ist sehr, sehr wichtig bei den Bohnen. Erstmal werden wir dann sauber machen, diese Spitze abmachen und unten auch, wenn es so noch von den Pflanzen was Reste sind, auch abmachen. Wasser stellen wir kochen und werden ungefähr zwischen 6 und 10 Minuten im heißen Wasser blanchieren. Das erste ist blanchieren. Das zweite müssen wir achten, dass wir keine überreife Bohnen dazwischen haben. Überreife Bohnen fangen zu gären. Muss man immer so schöne, jüngere Bohnen nehmen zum Einkochen. Wird auch voll funktionieren. Ich habe meine Bohnen schon alle sauber gemacht. Ich werde die aber auch alle, auch diese Bereiche, auch blanchieren. Ich werde die danach aber aussortieren. Die nehme ich dann später für den Eintopf oder so. So, das Wasser kocht. Gebe ich jetzt saubere Bohnen ins heiße Wasser und stelle auf den Herd. 6 Minuten, den Herd ist an und danach ist er aus. So, ich möchte euch jetzt zeigen, es sind jetzt 4 Minuten, wie meine Bohnen stehen auf dem Herd und jetzt fängt leicht zu köcheln. Schaut ihr,
Es fängt jetzt gerade zum Sprudelkochen. Da sind die jetzt 6 Minuten vorbei. Mache ich den Herd aus und stelle mein Töpfchen weg von dem Herd, weil mein Herd ist Elektroherd, und lasse noch 4 Minuten im heißen Wasser liegen. Und danach, nach 4 Minuten, werde ich auf den Sieb geben. So, die nächsten 4 Minuten sind vergangen, habe ich Wasser schon abgesiebt und jetzt gebe ich auch noch auf den Sieb zum Abkühlen, weil jetzt kann ich die gar nicht in die Hände nehmen, die zu schneiden. Kann man natürlich auch erstmal schneiden und dann die blanchieren, aber ich mag gerne blanchieren und dann schneiden, dass die nicht so toll kaputt gehen beim Blanchieren. Jetzt lasse ich die einfach erstmal abkühlen. So, die Bohnen sind jetzt abgekühlt. Die Gläser habe ich heiß abgespült, abgekocht, die Deckel auch. Und jetzt können wir die Bohnen uns zurecht machen, schneiden und gleich in ein Glas stapeln. Da können wir gleich auch aussortieren. Schneidet ihr so, wie ihr gerne dann später möchtet in euer Gericht haben. Und geben wir gleich ins Glas. Wie gesagt, so eine Dicke lege ich da nicht rein. So, ich habe jetzt die 2 Gläschen voll gemacht und das Rest bleibt dann für die Eintopf, weil das sind die etwas überreife Bohnen. Das musst ihr euch merken, sonst wird er gären. Jetzt brauchen wir nur ganz bisschen für die Geschmackbalance, nur ganz bisschen, nicht mal halbe Teelöffel Zucker. Salz lege ich nicht rein. Das ist wirklich ein sehr altes Rezept und es hat immer gut funktioniert, gut gehalten über die Jahre, und das ist ein geprüftes Rezept, deswegen braucht ihr keine Angst zu haben. Kein Salz, nichts. Ganz normale kaltes Wasser von Wasserhahn gebe ich jetzt rein, bis zu Gewinde, wie immer. So, die Bohnen werden sie sich noch ein bisschen setzen. Drehen wir gleich den Deckel zu und werden die diese 2 Gläschen bei 100 Grad eine Stunde eingekocht. Ich habe jetzt noch heute meinen Salat gemacht. Wer kennt diese Gurken, Zucchini, Paprika? Ich habe noch ein bisschen paar Möhrchen hier reingemacht. Ich mache noch die Gläser voll und dann koche ich es alles zusammen in einen Topf. Den Salat kann ich etwas eher rausnehmen und die Gläschen werden die dann weitergekocht. Und dann nach einer Stunde holt ihr die dann raus, lässt die ganz normal abkühlen, Etiketten machen und in den Keller stellen. Das war's da schon. Nichts was Kompliziertes. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare und wenn ihr das ausprobiert, wie hat es euch gefallen. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!